Leute, Leute, die Erde bebt. Sie bebt und am Himmel. Oh mein Gott, er ist so fucking nah. Und es sieht sehr strange aus von der Perspektive. Leute, herzlich willkommen zurück zu The Let's Play. Dem Let's Play zu The Legend of Zelda, Majora's Mask. So, jetzt hab ich's. So, wir wollten zur Romani Ranch, na Typ? Oh, der Weg ist schon wieder frei, Mann. Hast du gut gemacht. Ja, wie ich gesagt habe, in den ersten beiden Tagen kann man hier nicht rein, aber im dritten Tag kann man hier rein auf die Romani Ranch. Und was wir hier so erleben, schauen wir mal, ne? So. Die Romani Ranch. Sehr nice. Ja, hier gibt's einiges zu entdecken, Leute. Oh ja, aber leider Gottes nicht am letzten Tag, weil am letzten Tag ist leider schon alles vorbei, was man machen kann quasi. Ja, die ganzen Quests hier sind größtenteils bei der ersten Nacht, glaube ich. Ja, bei der ersten oder zweiten Nacht, mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube bei der ersten Nacht. Auf jeden Fall. Oh, Moment. Ich will dich abschießen. Und bam! Leute, passt mal auf. Sieh doch, Mann. Leute, der Hund steht still. Das ist doch dein Pferd, Mann. Daya, du hast recht, Mann. Das ist mein Pferd. Hallo, Epona. Oh, und die andere voll so. Oh nein, Mann. Scheiße. Oh, hallo, Epona. Na, geht's dir gut? Haben sie sich gut um dich gekümmert? Ich hab dich so vermisst. ja, später zu dir mehr. Wir können dir jetzt leider eh nicht helfen. Aber was ist denn mit dir los, du Gute? Hallo? Oh Gott, du siehst aber wirklich nicht gut aus. Hä? Ah, du. Wie? Wer bist denn du eigentlich? Romani, das Mädchen vom Lande, wurde ins Notizbuch eingetragen. Ja, sie sieht nur leicht deprimiert aus. Und sie hat eine Bowser-Brosche. Ja, was mit ihr los ist und warum hier so Depri-Stimmung ist, ja, das finden wir am besten mal nicht im nächsten Part raus, sondern das nächste Mal raus, wenn wir die Ranch besuchen, weil, naja, kann man eigentlich die größere Schwester fragen, was hier los war? Moment, ich weiß es gerade gar nicht. Mal gucken, vielleicht finden wir es auch jetzt schon heraus. Mann, wo ist denn die Big Sister? Hallo, Big Sister? Hier irgendwo? Nein? Ich glaube, wir stöbern einfach mal hier bei denen in dem Schlafzimmer rum. Ne? Da kennt der gute Link nix, ne? Da geht er einfach mal in andere Leutes Häuser rein und sieht sich einfach mal so in den Häusern oben, in den Zimmern oben. Ach, ich darf mir das erlauben, weil ich bin der Link, ich rette die Welt. So. Ich bin gerade am Überlegen, gab's hier noch was? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich glaube, die Schwester der guten Romani, oh Gott, ist der Mond so fucking nah. Die sollte hier dran drin sein vielleicht. Mal gucken, vielleicht finden wir ja heraus, was hier das Problem ist. Hallöchen, du. Es tut mir so leid. Ich bin ein wenig abwesend. Also, meine Schwester, sie... Was sollen wir nur tun, Mann? Unsere wertvollen Kühe. Hätte ich doch nur Romanis Geschichte Glauben geschenkt, Mann. Gremia, die Besitzerin der Ranch, wurde ins Notizbuch eingetragen. Ja, okay, von ihr erfahren wir also auch nicht, was los ist. Aber sie sieht auch nicht mehr so glücklich aus. Ja, okay, dann wie gesagt, dazu im späteren Verlauf des Let's Plays mehr. Gab's hier noch irgendwas? Oh yeah, Rubis. Naja, nichtsdestotrotz, Leute, haben wir ja auch noch einen anderen wichtigen Auftrag hier. Und zwar habe ich gesagt, wollen wir hier noch eine Maske uns holen? Und das werden wir jetzt tun, weil die können wir uns jetzt holen. Und diese Ranch ist auch sehr weitläufig und sehr cool. So, muss man ganz kurz überlegen. Da links und da rechts sind zwei... Was ist denn da links? Hä, da rechts gibt's, glaube ich... Also da gibt's, glaube ich, die Maske. Was ist hier links? Was ist hier links? Ich hab keinen Plan. Guck mal, was das hier ist. Ich hab nämlich wirklich gerade keine Ahnung, was das ist. Ach, das... Oh, na. Oh Gott, das Hunderennen. Ah, wie war denn das? Hallöchen. Ja, was willst du hier an einem Tag wie diesem? Dies ist Mamamu Jans Hunderennbahn. Wusstest du das nicht?
Möchtest du vielleicht eine Wette abschließen? Der Mindesteinsatz beträgt 10 Rubine. Nee, erstmal nicht. Oh, tatsächlich. Ja, Leute, das hier ist ein Hundrennen, wie ihr schon richtig gehört habt. Und zwar sucht man sich hier... Und zwar sucht man sich hier einen Hund aus und muss auf den wetten. Und wenn man richtig liegt, also wenn halt der Hund, den du selbst gewählt hast, wenn der gewinnt, dann bekommt man ein Herzteil. Ich bin gerade überlegen. Es gab eine Maske, die man braucht. Ich habe keine Wundererbsen mehr. Es gab eine Maske mit... Ich weiß nicht, welche Maske es war. Ich muss mal ganz kurz was ausprobieren. Also es gibt eine Maske, wo man irgendwie... Ja, wo man dann sehen kann, wie motiviert die Hunde sind. Aber ich glaube, die habe ich nicht, die Maske. Guckt euch mal diese verdammte Maske an. Oh Gott, Link, du bist echt, also nö. Ja, nee, die Maske habe ich schon nicht. Ich glaube, wir brauchen die Maske der Wahrheit. Oder die Maske der irgendwas. So, ich bin gerade überlegen, was brachte mir dieses Loch hier nochmal? Wo kam man da hin? Da oben drauf oder was? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, ob es hier noch irgendwas gab. Scheiß drauf, Leute. Wie gesagt, das machen wir später. Dann, wenn wir diese Maske haben, diese Maske der Wahrheit oder Enthüllung oder Maske der hast du nicht gesehen, weil mit der können wir halt rausfinden, welcher Hund der Top-Hund ist, mit dem wir das Herzteil absahnen können. Also werden wir später hier zurückkehren und dann dieses Herzteil holen und erstmal ignorieren jetzt. Wir holen uns jetzt als allererstes mal hier die Maske, die ich euch gesagt habe. Die richtig coole Maske holen wir uns jetzt hier. So. Was hämmer dann hier Schönes? Wer bist denn du? Dich kennen wir doch auch noch aus Ocarina of Time. Du warst so ein ganz motivierter. Ah, ich bin immer noch voll motiviert. Was ist los? Mein Großvater hat, was hat's mir gesagt? Der Mond, der fällt bald runter. Wenn etwas von dieser Größe auf die Stadt fällt, naja, dann ist die Ranch auch hinüber. Ach ja. Ich finde es nur schade, dass ich niemals erleben werde, wie die Kerlchen hier zu stolzen Hähnen werden. Der Hühnerfreak George wurde zur Tizbo reingetragen. Ja, und ich tue dir den Gefallen gern. Ich werde deinen Wunsch erfüllen, in Erfüllung gehen lassen. Und zwar mit dieser schönen Maske, Leute, aufgepasst. Ist das nicht cool, Leute? Wir machen einen Marsch und haben geile Mucke da. Ja, wir müssen jetzt alle kleinen Küken einsammeln und dabei ein bisschen singen. Das ist doch voll cool, Mann, das wird's vollbringen. Oh ja, da sind noch mehr Kükelein. Und oh ja, wir sammeln die alle ein. So, und dann haben wir bald alle... Nein! Nein! Ich hab doch gedrückt! Scheiße, bleibt hier! Scheiße, Mann, ich hab doch gedrückt! Da bin ich wohl irgendwie von der Taste gekommen. Verdammte Scheiße, kommt alle her. Ich brauch euch alle doch so sehr. So. Ach, es ist geil, Leute. So, komm her, du Küken. Ja, wenn wir die alle gefunden haben und dann entwickeln sie sich nämlich zu ganz großen Hühnern. Und fuck, dieser Mond ist echt nah. Der kommt immer näher. Ja, wenn wir alle gefunden haben, dann werden sie zu großen Hühnchen. Und der Typ ist voll happy dann. So, das waren alle? Fragezeichen? Nein, da, ach, guck mal, da sind noch viel mehr. La la la, la 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 la. So, kommt alle her. Kommt alle her. Dam badam badam. So, du bist der Letzte. Ich hoffe mal, du bist der Letzte jetzt gewesen. Nein, da ist noch einer. Och, verdammte Scheiße. Mein Knopf, der muss gedrückt bleiben. Und es tut voll weh, weil ich ihn... Ey, Leute, ernsthaft. Ich hab gedrückt, auch wie ein Vollbekloppter. Och, wie... Mir tut der Finger weh. Leute, wie unfair. Ich hab gedrückt. Ich hab ohne Scheiß gedrückt. Oh, Gott.
Das macht keinen Spaß mehr. Das war anfangs so witzig. Aber jetzt ist der Spaß nicht mehr spaßig. Mann. Leute, ich will doch bloß hier den Scheiß packen. Ich drück den Knopf mega feste. Ich glaube, dieser Knopf hat irgendwie ein Kontaktproblem. Weil ich drück wirklich voll fest. So, ich habe zwar jetzt weder beim ersten Mal noch beim zweiten Mal losgelassen, aber ich drück jetzt so scheiße fest den Knopf. Ich hoffe einfach mal, jetzt hört's nicht auf zu unterbrechen zwischendrin. So, da sind noch zwei. Ich hoffe, das war's dann. Dam. Hauptsache die Mucke ist cool. Dam. So, waren das jetzt alle? Bitte. Gott, wo denn noch? Mann, mein Finger tut weh. Es tut wirklich weh. Da ist noch einer. Komm bitte her. Ich drück den Scheißknopf so fest, ey. Jetzt macht doch mal, entwickelt euch. Hallo! Alter! Ich werd noch verrückt mit euch! Ich drück doch! Was ist los mit dir, Knopf? Hast du irgendwelche Probleme? Oh Gott, ich krieg zu viel. Warum lässt denn der Knopf einfach los zwischendrin? Meine Güte. Das bin wirklich nicht ich. Ich drück konstant den Knopf. Ich gehe davon aus, damit irgendwelche Probleme bei der ROM oder mit dem Controller sind. Und dann hört es einfach zwischendrin auf zu drücken. Mann. Das ist doch voll blöd. Das macht doch keinen Spaß. So, Mann, jetzt geh doch hier. Mann, da hinten ist noch eins. Da vorne ist auch noch eine. Oh, Mann, too much von den Viechern. Mein scheiß Daumen tut weh. Komm bitte her und... Okay. Es geht anscheinend nachts auch. Ich hoffe einfach mal, dass der scheiß Knopf jetzt gedrückt bleibt. Sonst krieg ich was... Regt mich auf gerade. Was ist los? Was ist ein scheiß Problem? Warum bleibst du nicht gedrückt, wenn ich dich drücke? Knopf, Mann! Ich krieg zu viel. La. So. Auf ein neues, das macht so Spaß. Ja, ich kann mir echt nichts Spaßigeres vorstellen. Da noch ein, da hinten ist eins. Mein scheiß Daumen tut so weh. Ich schwitze dermaßen, weil es so verdammt warm ist. Und diese Kacke will nicht funktionieren. Wenn es jetzt nicht klappt, Leute, dann. Nee. Ernsthaft. Ihr merkt vielleicht, dass ich gerade echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das regt mich tierisch auf. Es kann doch nicht sein, dass es einfach der Knopf loslässt. Ich meine, ich drück die ganze Zeit, Mann. Ich höre nicht auf zu drücken. Da vorne ist der letzte und bevor wir da vorne sind, hat wieder aufgehört. Ja, warum? Warum? Ernsthaft? Warum? God damn it! Das habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Liegt so viel. Krieg zu viel. Krieg eindeutig zu viel. Hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Regt mich grad auf. Ernsthaft. Mann. Scheiß Drecksviecher. Mann. Was auch immer ich da gerade eingesammelt hab. Aha. Kommt alle her. Vielleicht muss ich auch in einer gewissen Zeit schaffen. Vielleicht muss ich mich auch einfach beeilen. Vielleicht hört er automatisch einfach irgendwann auf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. So, wo ist noch einer? Da vorne. Oh Gott, was machst du da vorne? Mann, beeil dich doch, Link. Wenn das jetzt nicht klappt, dann... Moment.
Ich habe mal einen Trick. Vielleicht liegt es ja wirklich am Controller, ja? Jetzt lasse ich mal los den B-Knopf, ja? Und drücke ihn nochmal vom 9 jetzt. Vielleicht geht's ja jetzt. Nein, okay, jetzt hat er gar keine Lust mehr. Leute, folgendes. Wir werden diesen Scheiß im nächsten Part machen. Und im nächsten Part werde ich den PlayStation-Controller nicht anschließen, sondern wir werden das Ganze mit der Tastatur machen. So, Dankeschön fürs Zugucken dieses extrem tollen Parts. Ich reg mich auf. Bis zum nächsten Mal. Leck mich am Arsch, Spiel. Controller, ROM, whatever. Na! Ah!